Auf der Fahrt in die Bretagne sind wir jetzt in Chartres eingetroffen und jetzt geht's. Das ist unser erster Halt. Jetzt ist ja ein Fotostopp mit dem Herrn Professor. 6. August 2009 in Chartres. Da. Morgen besuchen wir den Dom. Jetzt hat es hier hinter Paris angefangen zu tröpfeln. Heute war es 35 Grad. Rein hier. Ein Riesenschuppen. Hier mitten in Chartres. Fahren auf die Kathedrale zu. Aber es ist bedeckt, das Wetter hier. Hotel Chatelet angekommen. Mal sehen, wie der das hier so Chatelet. Ein modernes oder auf modern gemachtes Hotel. Gut, 3 Sterne. Nichts an der Hauptstraße, aber war nicht schlecht, weil das ist doppelt verglastes Fenster. Und Rollladen elektrischer Chartres, 21. August. Ein Sonnenschein, ne? Jetzt gehen wir auf die Kathedrale. Jetzt die Kathedrale von Chartres. Schön, alles hergerichtet hier mit Blümchen. Alles herrlich, herrlich. Kathedrale, immer weiter. Oh, das sieht ja schön aus. Eben die Gelegenheit ausnutzen, um die Kathedrale zu fotografieren, denn sie werden sie nie wieder heute Menschen dürfen. Wenn dann herauskommen, kriegen da so viele Leute. Nein. Chemin, die Kompostella. Stützbögen, 3 Stück aufeinander. Aber wie schon gesagt, damit konnten wir die Kirche immer höher bauen. Ja, sonst wäre ja das Dach, der Druck des Daches würde die auseinanderreißen. Hier, Timpanon 1, 2, immer das Gleiche. Auf Christi Himmelfahrt, Christi was weiß ich. Und immer das Gleiche. Aber das ist Chartres, ist praktisch ein Ausgangspunkt für den Jakobs. Da gab die Arche Folten. Alles fein verziert. Immer wieder die schönen Mädchen in Chartres. Das sind jetzt Fenster aus dem 14. Jahrhundert. Das war schon Selbstdarstellung. Eingefasst mit Fenstern aus dem 13. Jahrhundert und die Engel, die da entweder mit dem Weihrauch da sind oder beim Stierkreiszeichen da. Da ist man der Rebe, ja. Und dann im Juni ist das Schaf hat man da die Sense in der Hand, die Tollmann. Ich weiß nicht, was das alles da ist. Aber jedenfalls sind es die Tierkreiszeichen. Riesen. Absieden oben krank hier hinten. Da. Das ist alles jede Menge Heilige. So viel Heilige. Das Westportal. Das hatten sie gestern illuminiert. Das heißt ja hier in Chartres. Da ist die ganze Stadt illuminiert. Und da hat sie so auf Rot- und Blautöne, das sah also furchtbar aus. Jetzt ist es Natur, das gibt. Wir haben auch ein schönes Wetter. Da ist der Turm. Riesenschuppen sind das, Riesenschuppen. Also in unserer Gruppe sind einige gute Leute dabei. 22:30 Uhr, jetzt haben wir Chartres genug gesehen, jetzt fahren wir nach Le Mans. Le Mans, das ist die Kathedrale von Le Mans. Und hier ist wie im Mittelalter auch ein Markt halt. Ein Markt. Das ist, jetzt gucken wir, das Le Mans, das ist natürlich schon eine Großstadt von 200.000 Einwohnern. Aber jetzt hat man hier gute Kaffee und ein Tarte. Tarte de Pomme. Und hier gehen wir jetzt in die Altstadt, die liegt da oben. Auf dem Hügel, aber da gucken wir jetzt rum. Das ältere Teil mit den Abstützungen da. Die Hütten sind natürlich immer zusammengefallen, da haben sie immer die Streben nachher zuletzt reingemacht.
Hier fängt jetzt die Altstadt von Le Mans an. Das ist oben die kastilische Krone. Lilien, die bourbonischen Lilien. Von Julien, das ist eine Julien-Kathedrale. Das Portal, und das war hier englischer, also normannischer Einfluss. Alles sehr schlicht hier. Ganz schlicht. Jetzt gucken wir uns die Kirche an, oder Kathedrale. Eine riesen Hallenkirche hier wieder. Oder was heißt das? Die Kathedrale von Le Mans. Schöne Fenster da. Aber es reicht. Die Kathedrale Saint-Julien. Die gotischen Stühle. Und dann noch einmal neben den Kapellen. Renaissance-Stil. Natürlich der Spätgotik. Es gibt kein Mauer mehr zwischen den Pfeilern. Spätgotik. Wir haben so alles mögliche zusammengebastelt. Ein bisschen Fenster, ist auch eigentlich toll. Schön bunt. Schön bunt ist es. So Kranhäuser, wo sie das Heu eingefahren haben. Das ist jetzt die Altstadt hier von Le Mans, wo sie auch in Straßburg oder so in Elsass vorkommen, alles aus Holz. Brücke von Le Mans, Stadt von Le Mans. Ja, da laufen wir jetzt gerade links die Kathedrale und da laufen wir jetzt die Wege rechts runter. Eindrücke. Eine große Gruppe da, das sind aber nette Leute. Die Ringmauer von, die römische Ringmauer von Le Mans. Also, sehen Sie mal, was man mit Ziegelsteinen machen kann. Die Stadtmauer. Das ist bei Ihnen antik? Neutanien, typisch die Steinhäuser da. Und dann die Kühe, wie der Herr Professor sagt, mit geschminkten Augen. Jetzt werden wir mal sehen, ob wir da so eine Kuh, eine Wasch finden. Dazu am 21. Samstag, 21. August 2009 in der Bretagne. Da sind Dächer mit Schiefer bedeckt. Hier auf der Höhe ist Mayenne, die Partnerstadt von Leutlingen. Aber hier ist sehr furchtbar wieder das ganze Land. Und der Himmel dazu. Haben wir nicht ein Glück, aber Mayenne auch da. Das ist so typisch hier. Masken auch, so schöne Buketts überall. Das ist auch herrlich hier. Ja, überall schöne Blümchen da. Schön gemacht. Fouché, eines der größten Burgen in Europa. An der Grenze zwischen dem ehemaligen Frankreich und der Freien Herzogtum. Bretagne. Fouché und gucken die Festung an hier. Das ist in der Bretagne. Da trommeln sie und pfeifen. Französische Tricolore, Negermusik, Hippos. Okay, 25,5 Grad hier. Das schönste Wetter eigentlich. Aber hier ist was los. Da ist Rappazamba in der Bude. Vom französischen Flair. Bitte, was ist das? Das ist ein Riesentheater. Eindruck der bretonischen Häuser. Alles in Stein. Und hier ist Gott sei Dank noch windstill eigentlich. Hier ist schön. Schöne Eindrücke hat es hier. Und belebt, dieses Fouché. Ein Publikgarten von Fouché. Da machen sie alle möglichen Gruß. Öffentlicher Garten ist jetzt die Burganlage. Fouché in der Bretagne, die größte Burganlage Europas angeblich. Schöne Gärtel. Und da ist der Burgfries. Und hier ist so ein Balkon. Ein Balkon mit dem öffentlichen Garten. Mal die Landschaft hier, die ist recht bergig. Ja, man glaubt es. Die Bretagne wäre flach, aber das ist nicht wahr.
Hier ist natürlich unten so ein kleines Flusstal. Und da ist diese Burg, wie gesagt, von Fouché. Und das sind alles. Die Bretonen haben auch viel Sinn für schönes Blümchen und Alkohol. Die Burg im Gesamten ist schon eine Riesenanlage, aber die wurde praktisch nur gebaut, weil die Bretonen hier sich abgeschottet haben gegenüber den Franzosen. Unterstadt von Fouché, also unterhalb der Burg. Auch hier Idylle. Das ist doch fast wie in den Pyrenäen hier. Oberstadt. Jetzt gehen wir wieder hoch. Die haben das sogar bombardiert hier. Nach dem Bombenkrieg. Das ist wieder die, wo wir eben gestanden sind. Deswegen wird der Bus. Der Burg, da war der Zugang da, aber das war alles vom 15. Jahrhundert. Ab 15. Jahrhundert war das alles sinnlos hier. Rambazamba in der Hose. Ja, schöne Lokälchen. Alles, die Franzosen wissen zu leben. Die ersten Wikinger. Ein Wikinger. Und so konnte man natürlich je nachdem, denn eine. Das sind die zwei. Einmal hat der Raoul das gemacht und dann der Pierre Simon. Einblicke in die Burganlage und die Stadt. Fouché hat hier eine riesen Burg da. Hier mit Wasserteich, der Eingang, da hat sie eine Zugbrücke. Wir haben sie halt hochgezogen und hier ist Wassergraben, da war es aus. Shell, man sieht den Michel, Shell sein, man sieht ihn auch. Abgeschleust, deswegen gibt es einen Stau hier. Oder fahren die Autos unterstehen? Atlantik. Die Bucht. Da ein bisschen bedeckt, aber da oben sind. Mündungstrichter von der Rance rechts. Saint-Malo oder. Saint-Malo, die Bucht von Saint-Malo. Das ist jetzt der Atlantik. Offener Atlantik. Da habe ich wieder auflaufendes Wasser her. So ein paar Seen in die Nahe. Als ankommen, ob da Ebbe ist. Das ist hier das Hochwasser. Der Rance, das Fluss, der wird immer jetzt aufgefüllt wieder. Ja, da ist schon Ebbe, da ist alles top. Ja. 22. August 2009 in Dinard in der Bretagne und dahinter sieht man sogar die Bucht. Bucht von Malo. Zeitenkraftwerk an der Rance. Da kommt ein Fluss hier raus und da ist dazwischen, zwischen dem Meer und dem Fluss, ist hier so ein Kraftwerk. Die Mündung der Rance, das ist dieses bekannte Gezeitenkraftwerk, aber das hat er jetzt erklärt und das ist nicht rentabel, weil es zu reparaturanfällig ist und der Strom wird produziert, wenn man praktisch nicht braucht oder zu viel Strom. Beckenrestaurant von dem Fluss La Rance. Das heißt, das kleine Dorf, das ist ein historisches, bretonisches Dorf da. Das ist 10 vor 10, das ist noch nicht viel los hier. Eine Kirche. Die darf natürlich nicht fehlen. So richtig kleine verschlafene Nester hier alles. La Drerie, die Haus der Spitäler. Und da hat Ende des 15. Jahrhunderts, Anfang des 16. Jahrhunderts einen Turm haben, wenn man ein Schloss haben wollte. Das liegt mitten in der Pampa hier an hier. Das ist da schon die Fahne von der Bretagne da. Uralt Holz. Holz. Muscheln. Jetzt wollen wir ein paar Schnecken probieren. Die dürften sie normalerweise gar nicht fangen, so klein wie die sind. Wer möchte eine? Meerschnecken. Meerschnecken verteilt er hier. Auf der anderen Seite von dem Turm. Die Stadt.
und dann geht es zum alten Hafen runter. Zurück. Aber ja, das ist so eine historische Stadt, so wie es, was weiß ich, Rüdesheim. Aber es geht hier ganz schön bergig. Man denkt, Bretonien, das ist flach, das ist aber nicht wahr. Turmmauern, haben Sie es mit der Stadtmauer sich eingefahren. Uralte Dinge aus dem 13. Jahrhundert. Da. Ewig runter, das glaubt man nicht. Am Hafen. Und da geht irgendwo ein Viadukt. An so einem Flüsschen wahrscheinlich, hat einen Zugang zum Atlantik. Ah, das sind so enge Gassen wie praktisch auch in den Pyrenäen. Das Tal wieder, das war da vorne das gleiche Flüsschen, wie es da bei dem Stauwehr war. Hier ist natürlich so eine Affenbahn, das ist klar. Der Fluss, wo wir eben waren, der verbreitert sich hier so mit so einem Riesenbecken. Und dahinter ist jetzt das Kraftwerk. Hier wird aber auch gebaut. Nein, wir fahren, ich zeige Ihnen, wo wir dann so aussteigen und wo wir uns treffen, wenn wir die Stadt besichtigen wollen. Ja? Das ist jetzt und nachher dürfen Sie machen, was Sie wollen. Festung von Saarmalo. Es ist Ebbe, wie Sie das sehen. Ja. Diese Stämme, die Sie an der Mauer entlang sehen, ja, das sind Wellenbrecher. Und da drüben ist Kap Frel, wo wir morgen hinfahren, am Horizont, ganz in der Ferne. Segelbootchen, ja. Das Mädchen. Das ist ein Schwer hier. So, jetzt halten wir uns hier. Boah, von Saarmalo, die alte Grand-Saaren-Stadt. Angst vor. Und Saarmalo, da gehen wir jetzt in die Innenstadt, auf die Insel kleine Kosar. Das ist, wie heißt denn der? Genau, so ein Rambazamba-Ort, Saarmalo. Das ist natürlich hier Saarmalo, ohne Kirche wäre ja ein Ding. Fressgasse ist das hier. Jetzt sind wir auf der Ringmauer von Saarmalo. In Saarmalo. Das war der Kinder von Saarmalo. Stadtmauer oder Ringmauer. Aufs Meer. Auf der Ringmauer. Und da vorne ist wieder die Burg. Tor auf die Innenstadt. Das Riesenhafen hier. Und der sagt gerade, Holz aus Skandinavien und Weizen importieren, sein Holz kommt hier an. Aus Skandinavien, einer der letzten, und, circa, 24. Die durften praktisch hier legitimiert vom König, durften die hier die Schiffe entern, die hier vorbeigesaut sind. Genau, da gastieren wir ja jetzt gerade in dem Hotel Balmoral. Und hier ist jetzt wieder Ebbe. Also wir erleben es hier immer wieder mit Ebbe, weil normalerweise legen hier die großen Schiffe von Jersey und Plymouth und so an. Hier den Tidehub. Das Meer, das steigt hier also 11 Meter. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber so ist es. Da sind ein paar kleine Schiffchen, die halt sich da tummeln, aber die anderen sind alle trockengelegt. Hier. Saarmalo, Jersey. Ja, und hier geht's nach England. Da geht's nach England. Darauf geht's nach England. Und da drüben ist Kapverde. Gegen den Nordwesten. Nordwesten. Ja. Vielleicht 80 Kanone hatten. Ja. Das heißt was. Das Wasser natürlich alles weg. Schade, schade. Mal eine Lockerung. Und dann diese sterilen Bäume. Das sind alles so Korsarenhäuser. Cartier. Er hat Kanada erobert oder erobern wollen, ist auch bloß mit Fellen heimgekommen und da hat er eins auf den Hut gekriegt. War nicht erfolgreich. Hunde gewesen. 24 Stück haben sie davon gehabt. Die haben sie morgens gefüttert und abends oder den Tag über haben sie die hier außen rumlaufen lassen. Da kam dann keiner mehr hier in die Stadt. Halb rum um die Stadt hier. Der hat den Engländern
das Fürchten beigebracht. Ja, sieh mal. Und da zeigt er hier, nach England müsste er wieder zum Licht. Das ist alles so ziemlich verwinkelt hier. Da geht's nach Saint-Michel. Das ist natürlich hier Highlight. Bucht. Eine kleine Bucht ist eine Aus. Eine Aus. Das ist ein bisschen Wasser drin. Segelboot hier und dann immer so kleine. Strukturiert. Auslandfelder. Es ist kein Tank. So, mal hoch. Das ist die Bucht von Saint-Michel. Das ist ganz flach und alles versandet. Es geht alles jetzt. Ganz eben ist das hier. Und jetzt gehen wir zum Austern. Zum Austern essen. Und da vorne, das ist der Hafen von Cancale da vorne. Cancale. Und da ist Saint-Michel, sieht man da hinten. Nebel. Gezogen hat. Ja, ist jetzt wieder immer Nebel, das ist nicht schlecht. Aber Austern schlotzen da. Sogar mit Deutsch und allem Pipapo. Gehen wir hier in die Störveranstalt für Austern da. Das ist im Cancale, heißt das hier. Ja, ein bisschen länger noch. Das sind die zwei Arten von Austern. Das eine war das die rund, auf flache und die andere die Lacröse, die geht okay. Pferdefußmuschel, das ist eine Riesen. Ja. Eine Riesenmuschel. So? Mhm. Also es wird nicht künstlich zugefüttert. Die braucht 15 Jahre, bis sie reif ist oder kann bis 15 Jahre und länger. Riesen Austern. Aber ich glaube, dass die selten sind. Die Nährwerte Auster erkannt. Sie zerstießen sogar die Austernschale, um das Perlmuttpulver als Potenzmittel zu benutzen. Ja, das denke ich. Aber diese Schale diente auch als Stimmzettel. Daher kommt das Wort Ostrazismus. Schriftliche Überlieferungen der alten Römer lassen darauf schließen, dass die Austern einen besonderen Platz in dem Festessen hatten. Jetzt gerade von Cancale, das wäre jetzt eine extreme Flut angesagt und damit zieht sich das Meer extrem auch zurück. Jetzt schaffen die da alle draußen. Das sind diese Austern-Typen da, wo sie die einsacken da. Aber jetzt ist hier nichts los, weil die alle praktisch auf dem Meer draußen sind. Weil jetzt der extreme Ebbe ist, die Flut kommt ja schon 21 Uhr und jetzt haben wir 5. Aber hier ist alles ein Dreck und ein Gestank. Da waschen hier als letztes noch. Und dann haben die hier so Bänke, wo sie sortiert werden. Da. Aber heute ist Samstag, heute ist nichts los da. Wie erklärt uns da das? Ein Glas Wein. Eine Flache und eine Hohle. Und eine. Verköstigung. Das ist die Verköstigung. Okay. Perfekt. Auch noch schön. Achso, Sie kriegen ja keine. Dann melde ich mich da her. Trinken ein Stückchen Wein dazu. Und dann zu der zweiten. Du musst das fotografieren. Zusammenfassen. Danke. Nehmen Sie die Platz. Bleib der ganz professionell. Oh, danke für Sport. Sie sehen auch das Meer, als immer weiter jetzt in die Austerbänke reinkommt. Da ist der Michel. Da hinten ist er. Der Läuse hat, um das Wasser kalt, gut zu halten. Also da oben Städtchen, da reinzuschlammen. Und das vorne und da die Bänke für die Austerbänke. Michel. Wir werden über einige Kilometer an der Burg entlang fahren, damit Sie sich eine kleine Vorstellung machen können. Aber da können Sie auch sehen, wie nach und nach eben die Buchten sich verwandeln, ja, und das Meer wie immer weiter entfernt ist. Ein Schlamm. Und die Boote da, die sind alle. Das ist die frühere Küste. Und davor sind jetzt ist eine Poltermannschaft. Schilder, das ist. Ihr Haarschopf ist.
Büchern ist die Austern Zentrale in der Bretagne. Die Windkraftanlage. Da. Autres, das ist eine andere Windkraftanlage. Austern. Rechts. Da ist wieder. Sagt man Eolien. Eol, das ist doch die Gottheit, vom Wind. Das ist, sehen Sie mal, das sind alles rechts Polderlandschaften. Und links, sehen Sie mal, man sieht, das Meer kommt immer weiter, also die Erde geht immer weiter ins Meer. Und ganz am Horizont haben Sie dann eben den Mont Saint-Michel. Der Saint-Michel dahin. Aber das ist ja alles total versandet. Normannische Küste da vorne. Die Normandie. Man hat die Polderlandschaft. Sieht aber ziemlich verlassen aus. Da fliegt jetzt ein Hubschrauber ab und scheucht die Leute wieder an Land. Weil wenn die Flut kommt, das geht. Bretagne, ein Riesenschuppen da. Mitten hier in der Pampa. Das ist der größte Menhir. Der Hinkelstein, den Asterix hierher gebracht hat. Man kann, also er hat einen schönen Umfang. Gucken Sie mal. Das ist ein Hinkelstein vom Asterix. Eins, zwei, drei, nein, nein, acht mal. Nicht Pfeiser. Wie viel sind es jetzt? Wir fangen noch einmal an. Eins. Der schläft. Der kann nicht zählen. Durchzählen. Sieben Stück sind es. Acht. Neun. Was? Neun. Man findet die auf Anhöhen. Ja, sehr oft. Oder man findet die Meeresnähe, die größten. Mhm. Das waren Orientierungszeichen. Ja. Ach so. Keiner ist dabei gewesen. Ja, die kulturelle Umgebung haben wie Jesus Christus. Das ist das gleiche ungefähr, 2000 Jahre. Da hat man immer die Steine aufgestellt oder hat man die Steine zu irgendwelchem Zweck benutzt. Das gleiche ist mit den Gräbern. Stein drauf! 10 Uhr. Hat den Eindruck, manchmal man ist es in Irland, ne? Ja, das ist aussehen. Das ist doch Nebel. Flutzeit. Jetzt ist Flut. Aber hier ist total verlassen. Hier ist jetzt die Nordküste. Und das links ist das ehemalige, das ist so Polderlandschaft. Frell. Und jetzt ist wieder das schönste Wetter da. Bilder hier. Das ist jetzt schon, wie an der Nordküste ist, Steilküste. Das ist eine Lehrerin, die weiß alles besser. Ist ja immer das Gleiche. Das sind die Tage, die zweite. Das ist auch nochmal alles ein Buschen. Aber sonst ist ziemlich trostlos. Ja. Naturschutzgebiet. Die Hälfte von der Nordküste der Bretagne ist das hier gelegen. Geografisch aus. Ist voran. Zurück. Und das sind die 70 Meter. Höhenunterschied. Nur ein bisschen weiter gehen, dort sicher. Jetzt machen wir einen Rundgang von einer Stunde über den. Da ist wieder so ein Kap da vorne. Voll mit so Erika. Und was ist das Gelbe? Das weiß ich auch nicht. Da machen wir noch einen Schwenk. Jetzt gehen wir wieder zurück auf die Leuchttürme und bei dem schönen Wetter wieder Kap. Und das ist hier ein nördlicher Zipfel der Bretagne. Hier die bretonische Nordküste. Erika. Steilküste. Herr Notlan, jetzt haben Sie wieder diesen schönen Blick hier. Sehen Sie mal auf die Küste. Schauen Sie mal, wie wunderbar die jetzt ist. Wie vom Flugzeug aus gesehen. Ja.
Schöner, schöner, man sieht ja viel mehr. N-C-H-Y. Schöne Küsten da und schöne Steine. Rochili, L-I, Kultur. Schöne Buchten da. Größere Plage hier. Soweit das Auge blickt. Kind und Berg, ja? Gut gesagt, ja. Ah, hier ist doch ein herrlicher Stand. Aufnahmen dieser Riesenkirchen hier. Riesenkirchen. Genieß nach Kermarie. Das ist so ein Druiden. Mit vielen Heiligen haben sie es hier halt. Da ist mit Geister vertreiben da oben. Sehen Sie mal, hier sind Sie in einem Kreuz drin. Und hier stehen Sie. Die Kirche von innen. Kirchmarie, also das Haus des und der Haus der Maria. Einige der Achtung sind immobil und andere sind in Bewegung. Der Tod ist in Bewegung. Tod in der Seite hier, das ist jetzt das bürgerliche Abkommen hier. Und nach dem Soldat kommt ein Arzt. Maria. Ja. So, die hat wahrscheinlich auch das Herz dann. Hortensie. Später zu blühen. Tempel von Langlef. Pont Trieux. Die Brücke über die Trieux. Städtchen hier. Eine kleine Stadt mit Flair. Blumen haben sie genug hier. Das ist auch im tristen Grau der Betonbauten hier. Der Treu ist das. Hier gemalt, gell? Wie gemalt. Treu. Die Brücke über den Treu. Kitschig. Da ist auch die heilige Maria. Und jede Menge Heilige hier. Hier gibt es wie sonst was. Aber das ist schlimm. Speziell eine Bodenwelle. Also richtig verträumte Nächte sind das hier. Uiuiui, was ist los? Das ist die Trieur oder der Trieur. Ebbe in Tréguier sind wir jetzt hier 3 Tage. Aber heute Abend kommt die Flut wieder. Die ehemalige Brücke da, mein lieber Mann. Alte Brücke. Jetzt könnt ihr weiter trödeln. Die Tréguier Landl. Ja, danke. Agamorie. Da sind wir jetzt 3 Tage. An der Schui oder so. Flüsschen. Ebenfluss das Troll. Jetzt sind wir in Tréguier. Da sind wir 3 Tage. Es ist aber gerade wieder. Wollen wir mal sehen heute Abend. Ist wieder der Kanal hier voll. Ja, lebhafte. Hier ist unser Hotel, das Eik Maritim. Und hier ist Flohmärkte gibt es in jeder Ortschaft hier. Agge Marine, also Marinewasser. Agdeste und fahren da mit den Schiffen darüber auf die Insel Brea oder Preha. Aber das ist hier so ein ganzes Archipel mit lauter Inseln, lauter Inseln. Aber die Sonne ist noch nicht drüben, das heißt schöner Hafen auf Bretonisch. Insel Brea mit dem Bootle drauf. Das sind sogar Katamarans mit einem schönen Blick auf die Insel Brea oben. Lagwest. Da geht es da rüber auf diese Insel. Das ist der Ableger. Und hier ist das Pamplo. Und da unten war das
Landleff, aber die alte Kloster da, oder Klostermauer. Es gibt einen Antragsverfahren. Da ist der Trieu. Was ist los mit so einem Boot, Alter? Die Sonne kommt da raus. Oh, sind da die Kamera. Il n'était pas rare d'entendre la gardienne se plaindre de ne pas pouvoir allumer son feu, car il était constamment éteint par les endroits. Jetzt haben wir aber wieder ja, das ist volle Tide. Da haben die Leute gleich die Häuschen gebaut. Da. Vögel drin. Fegt aus, Vögel spannend. Et au fond de cette petite anse où se trouvent les bateaux de plaisance, vous avez le pont Vauban. Le pont Vauban qui sépare la partie nord de l'île de la partie sud. Ce pont a une longueur d'une trentaine de mètres et d'une largeur de 2,50 m. Alors de l'autre côté de ce pont, vous avez le port de la Corderie. Sur votre gauche, vous avez l'île Lavrec. Cette île fut habitée dès les temps les plus reculés, témoin des dolmens des silex taillés des ruines gallo-romaines. Lodestar. Durch diese kleine Passage hier durch, jetzt macht er ganz langsam, ja. Das ist auch ein ganz enges Stück da. Und ich komme nirgends durch. Überall, bitte. Seul inconvénient, il assèche au moment des marées basses. Pour un navire comme le nôtre, il faut 3 heures de remontée de la mer pour pouvoir l'emprunter. Votre droite, vous avez la plage du Guerzido, qui est la plage principale de l'île. Ce petit moment passé parmi nous vous aura permis de mieux connaître l'archipel de Bréa, ainsi que nos renseignements à caractère personnel ont pu vous 45. Also hier möchte ich nicht leben, mal nur die Hotel, der Aufgang vom Hafen. Michelle, da gehen Kühe hier. Mit ihren Ringen um die Kapelle von Bréa, Michel. Die ganzen Archipelinseln. Schau, bis 33 Meter hoch hier. Gibt's halt eine Mühle da unten. An diesem Beispiel. Das ist jetzt total verschachtelt hier alles. Boot, wo in den Hafen fährt oder aus dem Hafen rausfährt. Aber heute ist komisches Wetter. Da ist mal Sonnenschein, mal bedeckt das Bursch auf, ja, auch so Touristenabzocke. Der Faktor hier über die Land Michel. Also hier bin ich jetzt von Bursch hierher gelaufen. Total kein Mensch mehr hier unterwegs. Das ist die Insel ist wie ausgestorben. Mühle von Brillon. Das heißt ja auch der Garten von Brillon. Aber der ist jetzt ein bisschen gepflegt. Aber sonst ist die Insel ganz in der Pfeife rauchen. Das ist hier so ein Becken, wo sie volllaufen lassen bei Flut. Und
dann läuft es wieder zurück und dann treibt es die Mühle da unten an. Schönsten Flecken aussuchen. Also, ob man die Insel sehen hat oder nicht, das ist wohl. Jetzt sieht man schon noch die Häuschen, wenn das alles hier richtig geblüht hat. Aber jetzt ist alles schon im Winterschlaf. Hier die bretonische und die englische oder was, Flagge. Hier sind alles, die Leute nicht verstehen. Fischer habe ich nicht gesehen. Osternfischer von der Insel. So Miniere da noch zwischen. Jetzt legen sie da draußen an. Heute Morgen sind wir hierher gefahren. Jetzt ist alles abgefallen. Jetzt muss man da außen dem Mole langlaufen. Das mit Traktoren. Da bringt der Ware für den Lastkran, der da trocken liegt. Der wartet auf die nächste Traktoren befördert. Auf die Flut. Aber wir müssen da außen rum. Aber das Meer ist also schon hier. 6-7 Meter, schätze ich. Vielleicht 8 Meter. Tito, wenn das Meer weg ist hier, dann heiliges Wetter. Was die Natur doch so vorbringt. Aber kein Grüntang. Oder liegt der einfach hier drin? Die ganze Versorgung von dem. Von der Insel passiert hier über das Schiff. Die Algen, wo sie da immer im Fernsehen bringen, das ist alles ganz normale Algen. Aber man sieht hier, wie hoch das Wasser steigt. Das ist jetzt groß hier. Da muss man hier bis zur Mole 3. Das ist da ganz draußen. Das Wasser fällt immer noch runter. Und jetzt das Ende. Aber da ist die Hafenmole. Da sieht man hier, wie das Wasser gefallen ist. Hafenmole außen. Hier außen eine Mole bauen müssen. Toll, toll. Ich bin ein Rutschstück gerade alles hier. Jetzt mal eine bosnische Flagge. Oder die bretonische Flagge. Für den Hafen bei Ebbe. Aber die Insel ist nichts Berühmtes. Bedeckt, aber es regnet nicht. Jetzt sind wir wieder in Arkt der Gäste. Was heißt das? Arkt der Gäste. Wahnsinn, da war das hier alles unter Wasser. Alles unter Wasser. Und jetzt ist das alles trocken gelegt. Alles trocken. Landschaft hier. Wie eine Mondlandschaft. Da steht da oben unser Bus. Ist das unwirklich alles. Da ist das unwirklich. Da vorne stehen die. Sie können ruhig aufrecht hingehen. Leaquest, Friedhof der Seefahrer, wo vor Island nicht mehr zurückgekommen ist. Friedhof. Und da sind die ganzen, pro Jahr sind da immer 3-4 Schiffe übrig geblieben oder weg gewesen. Im Meer. 2000 Marines bei Island. Und dann geht es hier ab. Jedes Jahr weniger. RB vor. Vor. Schöner Park. Nach Hafen. Popol. Aber was das hier stilisiert sein sollte. Und der schöne Haus ist. Der alte Schrott, wie es in England oder so auch ist, da Kirch, da ist das Dach bloß weggehagelt. Da. Also ist es heute mit ein paar Blümchen da. Riesenschuppen haben die sich gebaut, das ist gut. Wenn man jetzt das zu denken, schauen Sie mal da am Fuß des... Das heißt, Torso noch verfahren. Da wird sogar noch investiert, da restaurieren sie noch. Diesen alten Schrott da. Mensch, sollen sie auch das verfallen lassen. Da. Das einzige Zimmer, was sie befeuern können, mit dem Kamin. Auf jeden Fall ist das Gebäude. Und hier, das ist so. Elegant, das werden wir auch sehen. Elegant mit Kamin sogar. Aber die Popen, die haben doch was Scheiße gemacht. Mehr. Die Popen da, die haben sich das wahrscheinlich alles hier schön gehen lassen. Einen riesen Garten dazu gehabt. Die haben sich das gut gehen lassen und die Leute haben sie ausgenommen wie die Weihnachtskanzel. Ein paar Malven,
Aber sonst ist hier trist, trist. Präfektorium. Hier haben sie sich gelabert. Kann das nicht. Mal von der anderen Seite. Tröital runterfahren, da ist sogar eine richtige Eisbahn noch da. Eingangsbereich, sehr großzügig. Da ist die Theke, das Frühstückstisch. Frühstücksraum und hier ist ein Frühstücksbuffet mit allem Pipapo. Da ist alles fein. Frühstück, alles fein. Alles fein. Das ist die Verschmutzung hier. Seht ihr mal? Das sind jetzt, wenn das Meer sich nachher zurückzieht, sind nur noch Algen hier. Ja. Grünalgen. Nur noch Algen. Natürlich ein toller Blick übers Meer. Ja. Jetzt kommt die Flut. Riechen Sie schon die Algen? Saint-Michel de Grève. Saint-Michel en Grève. Und da bringen Sie mal im Fernsehen, dass das so hochgiftige Algen wären hier. Aber jetzt ist praktisch Flut bei den Nachbarn. Und hier werden dann dieser Tank, wird der Tank angeschaltet. Aber es ist toll. So schön habe ich es noch nie gesehen. Ja, das ist auch schön. Die Bretagne, die Düdung der Bretagne. Das ist es. Aber es ist Flut. Es ist fast auflaufende Flut hier. Und machen Fotos. Von der schönen Dünung. Das ist schon ein Bild für Götter da. Lenne Meer, sagt der Gott, heißt es auf Französisch. Lenne Meer. Dieser Hafen ist jetzt natürlich ein Hafen für Yachten, aber in der Zeit. Kavalienberg von Trégonet. Auch wieder so ein Riesenschuppen. Riesenschuppen. Aber jetzt regnet's. Ich sage im Zentrum vom Dorf steht und die eine Aufgabe hat. Dudelt keltische Musik hier. Ja, da sind die mit ihrer Hütte da. Die Kapellen und Kirchen in der Bretagne. Diese Kavalien da, das sind lauter Menschen mit allen möglichen Gerichtsbarkeiten. Da ist der Clown. Kavalien. Und immer. Jetzt sind wir da. Trégonet. Natürlich nirgends fehlen da die heilige Maria, Jungfrau, aber es ist ja immer ähnlich da. Beim Essen leben die Leiche, der Stier ist die Lukas Maria mit den Kindern. Und der Adler ist geflogen im Altar, oder hinter dem Altar, hat man dann eben eine Zusammenfassung des Lebens Christi. Der Kalvarienberg soll ein Bilderbuch sein, an dem man den Glauben erklären kann. Ja. Der von Saint-Dégonec ist relativ einfach. Wir werden sehen, im Nachbardorf Gimio ist er viel reichhaltiger. Hier hat man praktisch dargestellt den Leidenweg Christi. Ja. Die Gefangennahme Christi hier. Ja, dann
die Geißelung Christi, das Ecce Homo, dann die Zehner, wo Pontius Pilatus die Hände wäscht, ja. Dann wird er zum Kreuz geführt und dann Kreuz, diese Szene überwachen mit der Mutter Gottes und Johannes, dem Jünger, ja, und dann mit dem Guten und mit dem Bösen Schätzchen. Und dann hat man jetzt wieder etwas, natürlich, was eben der Volksglauben ist, ja, man sieht fünf Engel, die das kostbare Blut auffangen. Ja, sind sie, oder vier Engel, würde ich die sagen. Zwei sind da, die sind unter den Füßen dargestellt. Der auf der linken Seite hat, der auf der rechten Christi hat zwei Kelche. Einer von der Blut, das Blut von der Hand aufnimmt, ein anderer Kelch das Blut von der Seite. Und auf der anderen Seite ist natürlich noch ein weiterer Engel, der das Blut von der linken Hand Christi aufnimmt. End am Fuße vom Kreuz. Da sehen Sie mal. Ja. Und dann die Kreuzigung, die Grablegung hier. Ja. Die Grablegung, die Auferstehung. Und man sieht ganz genau die Soldaten, die da schlafen, während Jesus Christus aus dem Grab steigt. Also, es ist, möchte ich sagen, ist der Leidenweg Christi, aber der Leidenweg Christi hatte einen Sinn, indem er eben vollendet wird mit der Auferstehung. Und das hat natürlich, das steht in sehr enger Beziehung mit der Bestimmung vom Ort. Die Toten hier liegen in Erwartung der Auferstehung und man muss sich das als Modell nehmen. Ja? Ein Haus hier. Das Wiederblätter. Das ist ein römisches, im römischen Stil eigentlich, Gebeinhaus. Mit dem gebrochenen Giebel, mit den Nischen, ja, man sieht, es ist man hat hier zwei Richtungen, die horizontale wird unterstrichen durch das Gebälk, ja, die vertikale durch die Säulen. Und in der Mitte wieder zwei Herren, ja, eine männliche und eine weibliche Herme, dann eben unser Saint-Egonet, diesmal mit dem Wolf. Drüben ist er mit dem Esel und mit seinem Karren dargestellt, hier ist er mit dem Wolf dargestellt oder mit dem Karren, den er bändigt. Ja? Man hat immer diese Symbolik, ja? Wo eben diese Prediger gekommen sind, um das Heidentum eben aus der Gegend auszuführen. Antigone, Saint-Egonet, wie Theater und schöne Engelsfiguren dazu. Okay, noch zu lange. Und das ist das Pendant zu dem Trigonet. Die haben sich hier gegenseitig die Kirchen hochgehalten. Wer hat das Best größer? Diese Arschlöcher haben sich damals hier. Wer hat die größten Beichtstuhl, wer hat das größte, was weiß ich, Kanzel und so. Da haben sie die Häuschen ausgenommen. Auch hier wieder kann man bestimmte so Bemerkungen machen, so Randbemerkungen. Was wieder auffällt, ist der unregelmäßige Bauplan. Sie müssen immer denken, hier ist der Friedhof, ja. Und hier ist dieser Open-Air-Altar, wenn man das modern ausdrückt. Was interessant ist, aber man erkennt auch hier viel besser diese pädagogische Funktion von Kalvarienberg. Denn da sehen Sie eine kleine Treppe, die darauf geht, ja, mit einer Tür. Das ist das Katholik. Das ist eben im Garten Gethsemane, wo Jesus Christus betet und die Jünger schlafen daneben. Ihnen aus dem, immer noch auf dem Leidenweg Christi, die Schmähung Christi. Ja. Ägypten. Hier die Anbetung der Hirten.
Die Anbetung der drei Könige, Ablegung Christi, ja, am Kalvarienberg. Warum? Weil der Seelsorger praktisch nur eine Seele erklären kann. Und zum anderen ist so, diese Stadien sind nicht in der gleichen Zeit. Wir verkündigen auch die Art, wie das dargestellt wird. Das wird, möchte ich sagen, immer auf eine Art naive Art dargestellt. Sehen Sie mal, man sieht eben, diese Verkündigungsszene sieht immer so aus, dass man auf der einen Seite der Engel hat, der hat so einen Stab, da steht Ave Maria drauf, da in der Mitte ist dann eine Lilie mit dem Topf, die Lilie ist Zeichen der Reinheit, der Topf ist Symbolisierung für die Mutter Gottes. Das ist das Gefäß, in dem Jesus auf die Welt kommt, und die Mutter Gottes ist gewöhnlich betend dargestellt. Und dann hat man hier Gott Vater, sehen Sie mal, Gott Vater, hier ist mit der Papst dargestellt, ja, kann man sagen, sehen Sie mal, dass diese Zähne von einer Hand, anderen Hand sind wie die. Denn die Art, wie eben die Darstellung der Gestalt ist etwas ein. Auch die Art, wie die gemacht worden sind, wie schon gesagt, man hat sich die Mutter... ist besonders interessant. Sehen Sie mal, es sind drei Archivolten mit einer Art Klammer versehen, ja, auch wieder das Datum, 1617, steht da oben. Besonders interessant ist eben, wie die Szenen dargestellt sind. Sehen Sie mal unten, nehmen wir mal die, das Datum hier, 1606, eine sehr interessante Szene hier der Schöpfung und auch den Bock da. Die ganze Tierwelt ist schon gegründet. Eine interessante Szene, auch hier sehen Sie mal, man sieht eben allerhand, man sieht gebetbetende Gestalten mit ihrem Rosenkranz, man sieht Arme, Linkende, also Kranke, ja, man sieht auch Linke, also ist ja eine ganze Welt, die dann, ja, wieder diese Klammern, die wir gesehen haben, die typisch sind, von diesem Anfang, von diesem 17. Jahrhundert, Saint-Egonet, sich halt eben einen Taufstein geleistet haben und die von Gimio hat gesagt, wollen einen schöneren haben. Blau sein. Manchmal sind sogar ein paar Sterne auch da drin. Das wird ein bisschen unheimlich. Man wollte natürlich auch in der Mutter Gottes erwähnen. Die Mutter Gottes hat auch wieder ihren Rosenkranz. Ja. Und dann diese mit der Jogi schon gesagt. Der Heilige Mio, der Heilige Mio, man weiß ja nicht, was er gewesen ist, ist er Prediger gewesen, ist er König gewesen. Dann gefragt, sehen Sie mal, da man sieht bei der Ernte des Getreides. Kleine Nester, die leben hier praktisch nur vom Tourismus, wobei hier eine noch reiche Bauern leben. Zwischen der Küste und den bretonischen Bergen, wo wir morgen hinfahren. Spezialitäten. Nee, da oben ist der Eisenbahnviadukt. Und hier, aber die Stadt ist eigentlich nichts Berühmtes. Aber halt so alte Städte. Rathaus von Fornest. Städte, die sind immer in einem Flusstal. Eingezwängt vorne ist praktisch der Meeresarm. Da ist direkte Zugang zum Atlantik. Und hier sind so ganz steile und tief eingeschnittene Täler. So, jetzt hat sie es mir wieder ganz zurückgezogen. Das ist Lannion am Leger. Die Antennen sind das Stimmung. Korniss. So etwas. Aber ohne Wasser. Alles Wasser weg. Diese schöne Blumen da. Das ist jetzt die erste Stadt, wo es ist. Alles schön farbig ist hier. Wenn das Wasser weg ist, dann kannst du den Laden hier in der Pfeife rauchen. Der große Vater mit seinem English Stell Blanche. Und Gott sei Dank ist das Wasser jetzt wieder am Kommen. Das Wasser ist doch weg, aber nicht ganz weg. Trekastell Blanche. Und dann ist der Stein weg da. Aber der Zöllner, der Fußweg, da geht ein bisschen trist immer. Wenn alles trockengelegt ist, da sauert es halt in den
Bügel rum, das Becken, aber es ist nicht richtig Rohbrandung. Und immer überall diese Archipele, also da mit dem Boot nicht durchfahren. Niederbrötein, das heißt von der Westbrötein, das sind die da, das sind die Bistümer von der... Ganz unten ist wieder bretonisch. Da lassen Sie sich nicht von den Strömungen überraschen. Aber das ist natürlich hier auch schon ziemlich verwinkelt alles da. Na, hier wieder rumliegen, mein lieber Jolly. Aber das ist hier ein Riesenbecken. Ein Riesenbecken. Da vorne ist das Tricastel wieder. Kavenzmänner rum. Ja. Der Obelix und der Asterix, dem seine Steuer sind, ist da alles. Jetzt sind da, sieht eigentlich bei Ebbe sieht das gewaltiger aus, sonst ist das ja alles unter Wasser. Die Hinkelsteine liegen hier überall rum. Die hier. Das war ein Gewirr von großen Steinen. Küste Armorik, Armorik war das jetzt hier. Jetzt geht's. Ja, probier's mal. Das Meer, das Meer, das Meer. Das Rathaus von Perros. Kurzen Halt gemacht bei Perros, Guyac und schauen hinüber nach Afrika. Also ich weiß, dass es das gibt, aber es leitet sich hier vom Latein ab. Diese Ähnlichkeit. Also das ist jetzt Peru wieder. So Michel ohne Wasser. Typisch bretonisch. Die Blumen, der See und diese grauen granitenen Häuser. Überall. Häfen voller Bootleder. Hortensien, Hortensien, aber wir sind zwei Wochen zu spät. Das geht nicht. Kann nicht alles haben. Tellungen von Pirre. Schwimmbad. Und hier ist ein schönes Zecken. Wunderschön alles gemacht von dem schönen Agin Agua Sitzgruppe. Gerne Hotel. Das erfüllt's. Das Eik Marien in Tregier. Das ist südliche Bretagne. Und hier gibt es auch wieder einen Kalvarienberg, den gucken wir uns jetzt an. Heute ist ein bisschen bedeckt, 19 Grad. Und Kalvarienberg. Religion für die Blöden. Schuppen. Aber das ist ja im Endeffekt wie Britannien. Das heißt ja eigentlich auch hier Petit Bretagne. Und Großbritannien ist ja drüben, aber das ist ja hier übertragen dargestellt. Mitte drin der Prinz auf Jesus und links und rechts die Häscher. Und dann Geschichte dazu. Die Häuser, die haben immer den Schornstein vorne und hinten, damit die Wand trocken bleibt. Weil hier ist alles eigentlich feucht.
meine ganze Kleidung, das ist alles glamm irgendwie. Aber hier scheint es ja noch gut zu sein. Der weiße Hermelin, eine Wirtschaft, Kitschi hier. Josef und Maria und das Kind. Hinten. Und das sind die Rhododendrons da. Das gibt es also hier in Sandermeer. Da ist man ja hier im Hochland eigentlich. Das ist der Kalvarien von Pleven. Da ist unsere Gruppe. Hör ich nicht mehr schön zu. Das ist das schon der dritte Kalvarien. Die Kirche in Pleven, die haben jetzt mal schöne helle Fenster da. Von der Bretagne, das ist Pleven und das ist die Flagge der Bretagne. Das ist schon kanalisiert auf das Rollende. Locronon, das ist auch wieder Rambazamba. Und das ist hier doppelsprachig. Brieu war ja sowieso alles doppelsprachig. Nochmal aus der Nähe. Und hier hat es natürlich Touristen ohne Ende. Kopen da. Bretonische. Aber wenn hier der Wind bläst, dann ist es natürlich auch im Arsch der Welt hier. Schöne Fenster wieder. Seite hier. Das ist ein paar so Krepp. Ein Crew starten wieder mit allem Pipapo. Alles mit Dosen, Fettdosen und so. Auf der anderen Wand. Wissen, was man vergessen hat. Aber nur an der Fahne. Crew, Nikola, jetzt fahren wir auf das Finisterre zu. Ja. Und. So erwachsen dem Volk zugetan, ja, aber das Volk der Stadt Is war verdorben. Es war Sodoma und Gomorra, der diese Königstochter verführt hat. Und hat sie verführt, ja, und hat von ihr als Zeichen der Wellen des, von den Würmern des Meeres geschützt.